ist Wolfgang Ulrich, ich bin Kunst-Kulturwissenschaftler, lebe in Leipzig. Und wie nehmen Sie eigentlich so, also der akkadische Botschafter fragt Sie jetzt erstmal, wie nehmen Sie die Gegenwart wahr? Wie nehmen Sie die Welt momentan wahr? Ja, nicht nur akkadisch natürlich, sonst hätten wir ja Akkadien nicht als Sehnsucht, als Hoffnung, wenn es schon die Realität dem nahe käme. Allerdings würde ich mich, glaube ich, jetzt auch nicht vielen Zeitgenossen anschließen, die von vornherein zu einer sehr pessimistischen Sicht auf die Gegenwart neigen und die Gegenwart für schlechter halten als andere Zeiten. Na gut, ich meine, meine Standards sozusagen sind, die Nationalstaaten nehmen zu, Rassismus nimmt zu und so weiter. Also lauter solche Dinge nehmen zu. Ich muss das jetzt gar nicht alles aufzählen. Das war, sagen wir mal, in den 90er Jahren vielleicht nicht so schlimm. Ja, dafür hatten wir eigentlich zu jeder Zeit irgendwelche anderen Probleme, die uns dann als so prägend erschienen, dass sie uns vielleicht die gute Laune verdorben haben. Also ich bin grundsätzlich, also natürlich gibt es unterschiedliche Zeiten in ihrer Wertigkeit und es gibt viele Zeiten, wo ich genau wüsste, dass ich da auf gar keinen Fall würde leben wollen und einige andere, wo ich es mir vorstellen könnte. Aber ich würde grundsätzlich schon mal davon ausgehen, dass es zwischen verschiedenen Epochen, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Zeiten immer so einen gewissen Gleichstand auch gibt. Also dass wir jetzt nicht so eine große Tendenz ausmachen können, es wird immer besser oder es wird immer schlechter, sondern es hat immer so eine Ambivalenz natürlich auch. Und es liegt viel auch weiter am Einzelnen, natürlich auch an den Umständen des Einzelnen, ob er jetzt eher die vielleicht positiven Entwicklungen oder eher die negativen Entwicklungen in den Blick nimmt. Das heißt, ein Arkadien brauchen wir gar nicht. Wir leben schon in einem Arkadien hier in der Gegenwart. Nein, wir brauchen ein Arkadien sehr, sehr stark als Idee, als Hoffnung, als überhaupt Perspektive. Wenn wir kein Arkadien hätten als Idee, könnten wir auch nichts Positives in der Gegenwart wahrnehmen. Also wir brauchen so etwas. Was ist denn für Sie das Arkadien? Also wenn Sie sagen, das, was wir brauchen, was bräuchten wir? Also diese positive Idee, da geht es natürlich darum, um Selbstbestimmtheit, die dazu führt, dass ich meinen eigenen Lebensrhythmus wählen kann, dass ich nicht schon okkupiert bin damit, mich um mein, sondern dass ich nicht alle Kräfte dafür brauche, meinen täglichen Lebensunterhalt irgendwie mühsamst zu bestreiten, sondern dass ich eben auch diese Freiheit habe, überhaupt etwas Eigenes entwickeln zu können. Also insofern schon Selbstbestimmung wäre für mich vielleicht der oberste Begriff, unter dem ich meine Idee von Arkadien fassen würde. Ist das irgendwie eigentlich Arkadien? Wie weit hat das was mit Paradiesvorstellung eigentlich zu tun? Ist Paradies auch etwas, was dann letztlich mit Selbstbestimmung zu tun hat? Oder sind das zwei? Also Arkadien ist ja so eine idealisierte Landschaft, in der man müßig sein kann, selbstbestimmt, wie Sie sagen. Ja, genau. Also eine Landschaft, die mir so wohlgesonnen ist, dass ich nicht Angst haben muss, dass da Naturkatastrophen drohen oder dass das Essen und Trinken ausgeht. Also wo ich einfach gut behütet bin von einer mir wohlgesonnenen Natur. Das meint Arkadien. Und also zumindest nach meiner Vorstellung. Jetzt Paradies ist natürlich für mich schon sehr viel stärker mit einer bestimmten auch Form von Religion verknüpft. Da steckt weit stärker die Idee von Schöpfung dahinter. Da ist natürlich dann vielleicht auch stärker der Gedanke damit verbunden, dass ich meinem Schöpfer dankbar sein muss oder mich immer in Relation zu einem solchen Schöpfer sehe. Da lässt mir so eine Idee von Arkadien sagen auch mehr Freiraum. Interessant ist ja, dass sozusagen Arkadien und also die Religion mit dem Paradiesentwurf so mehr oder weniger zeitgleich entstanden sind eigentlich, also so in der Antike. Das eine eben gebunden, wie Sie sagen, an eine Gottesvorstellung und das andere vollkommen frei davon eigentlich. Ja, oder weitgehend frei davon. Und gut, das ist mir jetzt vielleicht erstmal die näherliegende oder die Vorstellung, mit der ich mehr anfangen kann, oder die mir vielleicht auch zeitgemäßer erscheint als so eine Leitidee von einem guten Leben, wo man jetzt nicht nur darum kämpfen muss dauernd, dass es gut ist. Ja, das verstehe ich vollkommen. Aber wenn Sie sagen Selbstbestimmung,
Leben wir nicht in einer Zeit, wo die Selbstbestimmung auch immer mehr wieder eingeschränkt wird? Wir leben vielleicht hier, wir sind ja jetzt in Leipzig gerade, also in Deutschland leben wir wahrscheinlich noch relativ selbstbestimmt. Mhm. Gehen wir schon mal in die Türkei oder gehen wir nach Ungarn oder was weiß ich. Also wir müssen gar nicht so weit reisen und da ist die Selbstbestimmung, ich nehme jetzt mal Pressefreiheit als Beispiel, das ja auch etwas mit Selbstbestimmung zu tun hat. Mhm. Also das ist ja schon sehr eingeschränkt. Ja, natürlich. Also das ist heute in sicher der Mehrzahl aller Länder eingeschränkt oder sogar völlig unzumutbar, die Bedingungen. Und das war es zu anderen Zeiten aber natürlich auch. Also natürlich würde man, wenn man auf so einen Index wie Pressefreiheit schaut, feststellen, dass sich in den letzten 10 Jahren weltweit eher für etwas verschlechtert hat. Ich weiß es jetzt nicht, aber könnte sein. Vielleicht haben sich dafür andere Indizes verbessert, gewisse Faktoren, die Wohlstand und Komfort ausmachen, dass wir heute weit weniger Menschen haben, die in so absolutem Elend leben, prozentual zumindest der Gesamtbevölkerung, wie noch vor 10, 20, 30 Jahren. Naja, und was machen wir mit Arkadien heute in der Selbstbestimmung? Arkadien bleibt dann immer die Leitidee und ist uns ja auch Ansporn, etwas in den eigenen Lebensbedingungen vielleicht so zu verändern, dass wir uns dem annähern können, einer solchen Vorstellung des Geglückten, des Entspannten, des guten Lebens. Ich habe den Lüpertz, den Markus Lüpertz, der sich ja auch mit Arkadien beschäftigt hat, mal gefragt und er sagt, Sie dürfen nicht den Fehler machen, sozusagen, ich habe das damals als Baukasten Arkadien bezeichnet, Sie dürfen nicht den Fehler machen, das in die Realität übertragen zu wollen, sondern das ist, Arkadien hat, der schreibt glaube ich in seinem Buch aus, oder die Abstraktion hat noch nicht begonnen. Also für ihn funktioniert Arkadien, das ist seine subjektive Sicht, nur abstrakt sozusagen, auf künstlerischer Ebene in Form eines Gemäldes, eines Skulptur oder was auch immer. Ja, ich sage ja, es ist eine Idee, eine notwendige Idee, aber insofern es eine Idee ist, wird es sich auch nie ganz realisieren lassen. Das wissen wir natürlich auch alle. Wir erwarten jetzt nicht, dass wir morgen aufwachen und plötzlich in Arkadien uns befinden. Aber umgekehrt, wenn wir diese Idee nicht hätten, dann hätten wir, glaube ich, wirklich gar nicht die Chance auch, Ziele zu haben oder auch das vielleicht zu sehen, was in unserem eigenen Leben bereits geglückt und gut und schön ist. Also dazu brauche ich ein solches Leitbild. Und also man darf es nur nicht verwechseln und nur nicht sagen, die naive Vorstellung haben, nur weil ich mir das jetzt kräftig wünsche und ein bisschen was dafür tue, muss es jetzt auch eins zu eins Realität werden. Ja, ich versuche ja als arkadischer Botschafter, den ich jetzt hier gebe, ich versuche ja mit meinen künstlerischen Interventionen letztendlich auch Fragezeichen in die Welt zu setzen. Mhm. Also wenn ich quadratmeterweise Land besetze, dann stelle ich von mir aus ein Fragezeichen hinter den, ja nur mal als ein Beispiel, es ist natürlich mehr hinter den Nationalbegriff. Das kann auch mit was anderem zu tun haben. Also das ist jetzt nur mal einen so rausgegriffen. Mhm. Der Robert Menasse, der ruft ja gerade die Europäische Republik aus. Mhm. Also Arkadien ist ja eigentlich auch ein grenzenloses Land. Ja, ich denke, von seiner ursprünglichen Konzeption her ist es kein grenzenloses Land, sondern schon ein bestimmter Ort. Auch bei Ihnen, wenn es immer einzelne Quadratmeter sind, ist Arkadien ja jeweils sehr begrenzt. Das Begrenzte hat ja auch vielleicht wieder was Schönes insofern, als man davon geht ja auch eine Geborgenheit aus. Also etwas, was seine Grenzen hat, man weiß, da drin ist man immun, draußen ist vielleicht die harte Welt. Ja. Und diese Vorstellung von Immunität auch, die verbindet man doch eher mit was Begrenztem als mit was Unbegrenztem. Wenn das Arkadien unbegrenzt wäre, bräuchte es keine Immunität mehr, dann kann man nicht mehr angegriffen werden. Aber solange Arkadien was Inselhaftes bleibt, die Ausnahme bleibt, hat es ja nochmal umso mehr auch einen Reiz, sich das vorzustellen. Ja gut, ich habe natürlich diese Quadratmeter auch bewusst so symbolisch gewählt, weil mir sozusagen die Frage durch den Kopf ging, wo würde ich Arkadien auf dieser Welt verorten? Und eigentlich
habe ich keinen Platz gefunden, wo ich das verorten könnte. Mhm. Und dann habe ich sozusagen symbolisch in verschiedenen Ländern Europas, mhm. weil es ja auch ein europäischer ja. Gedanke ist, ja. das mhm. erstmal herausgenommen. Ja. Mich machte neulich einer darauf aufmerksam, dass ich sozusagen die Regierungen nicht darüber informieren soll, dass da was raus, also eigentlich ist was rausgeschnitten, ja. nicht mhm. hinein. Und das sieht ja, es ja. mit den Grenzen sozusagen. Insel ja, aber wir könnten auch sagen, also wenn wir sagen, Arkadien ist so eine Art, wie haben Sie es vorhin gesagt, Vision, Idealvorstellung, ja. Ja. an der wir uns ja immer irgendwie reiben. Genau, ja. Mhm. Das, glaube ich, ist irgendwie das Wesentliche. Ja, also reiben, die uns halt anspornt und die wir deshalb brauchen, um überhaupt ein sinnvolles Leben führen zu können. Also ich könnte mir jetzt kein Leben vorstellen, wo es nicht solche, nennen wir es halt auch mal Fluchtpunkte gibt oder Fluchtorte gibt, an die man sich hinträumt, nach denen man versucht, sein eigenes Leben auch ein Stück weit zu gestalten. Das ist das, was bei Platon die Idee des Guten ist, die sozusagen über allen anderen Ideen steht. Also keine andere Idee macht einen Sinn, wenn man nicht davor schon eine Idee hat von dem, was gut ist. Und insofern ist so ein Arkadien nur so die bildhafte Umschreibung dessen, was Platon mit der Idee des Guten meinte. Oder man könnte es weiter übersetzen, die Idee des Humanismus. Das wäre jetzt schon wieder eine spezifische Interpretation ja. davon, sondern das Schöne an der Idee des Guten ist, sie bleibt ja mal so ganz allgemein. Man kann sie auf sehr vieles, man muss sie sorgen, irgendwo immer mit dabei haben, sonst macht nichts Sinn, wenn es nicht schon so eine Perspektive gibt. Und Humanismus ist jetzt sozusagen schon eine konkrete Interpretation, dass man sagt, so, es geht hier um ein bestimmtes Bild vom Menschen, es geht darum, den Menschen auch ins Zentrum aller Bemühungen zu rücken. Man könnte ja auch sagen, man sollte die Natur, man sollte die Tiere, man sollte das Universum ins Zentrum aller Bemühungen rücken. Insofern meine ich, ist Humanismus schon was relativ Spezifisches. Ja. Aber natürlich undenkbar ohne eine solche Idee vom Guten, ohne eine solche Idee vielleicht auch von Arkadien im Sinne, was... Wie sieht das Zusammenleben von Menschen unter idealen Bedingungen aus? Gibt es da Hierarchien? Gibt es da Arbeitsteilung? Gibt es da Kommunismus? Was gibt es da eigentlich? Und dann kann man das natürlich sehr unterschiedlich sagen, füllen, dieses Bild hier. Man kann ja auch sagen, es gibt auch die Interpretation, dass sozusagen Vergil als erster Schriftsteller oder als erster Dichter der Arkadien manifestiert hat in seinen Hirtengedichten, eigentlich die Idee Europas geliefert hat, die politische Idee Europas auch. Da müsste ich jetzt diese Gedichte nochmal nachlesen. Das ist lange her, seit meiner Schulzeit, als ich mich damit beschäftigt habe. Insofern kann ich da jetzt weder ja noch also, nein sagen. Aber Johann Karl Schmidt, der Kunsthistoriker, hat mal einen Artikel geschrieben, wo er versucht hat, das nachzuweisen, indem er sagt, eigentlich die Wohlstand, Frieden und so weiter, die damals von Rom ausging und Vergil als staatlicher Dichter sozusagen, als Staatsschreiber, hat eben das proklamiert, sozusagen so wie die Schäfer in Arkadien müssen wir überall leben. Aber wenn Sie sagen, als Leitstern, also Arkadien wie so ein Leitstern, was hat sich denn, ich könnte jetzt fragen, in Ihrem persönlichen Leben sozusagen durch diesen Leitstern zum Guten hingewendet? Oder was hat sich überhaupt in der, sagen wir von mir aus, in der europäischen Geschichte, der Kulturgeschichte, was hat sich durch diese Leitbilder zum Guten gewandt? Na gut, ich habe ja vorher gesagt, ich würde für mich sagen, diese Idee von Arkadien am ehesten übersetzen mit dem Begriff Selbstbestimmung. Das wäre sozusagen meine Deutung davon. Und entsprechend achte ich in meinem Leben darauf, dass ich dieses Ideal der Selbstbestimmung möglichst gut erreiche. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwo werde ich sehr behindert oder eingeschränkt, dann versuche ich das natürlich auch wieder zu überwinden. Und so jetzt nicht ritualhaft streng einmal im Jahr, aber so ungefähr einmal im Jahr, überlegt man sich da mal so, wie hat sich sagen, der eigene Lebensstandard bezogen auf diesen Leitwert verändert? Also ist man freier geworden, ist man unfreier geworden? Was sind die Hauptabhängigkeiten? Was könnte man von heute auf morgen hinter sich lassen? Was könnte man nicht hinter sich lassen? Und daran kann man ja nochmal so ermessen, ob man jetzt eigentlich den eigenen Vorstellungen gemäß ein gutes Leben führt oder nicht und kann oder muss gegebenenfalls was ändern. Ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht.
Also, ja, gut. Also, was ist denn ein gutes Leben eigentlich? Also, wenn man sagt, sozusagen die eigene Freiheit, aber wir sind ja auch in einem sozialen Gefüge. Also, die eigene Freiheit ist sozusagen das eine und der Austausch miteinander ist ja was anderes. Und wir sind doch in einer Zeit, wo das soziale Miteinander schwieriger wird. Gut, also das eine hängt mit dem anderen natürlich unmittelbar zusammen. Da gibt es die schöne Deutung von Friedrich Schiller, der Line of Beauty and Grace, die ja ursprünglich von William Hogarth sagen, sehr prominent in die Ästhetik, aber nicht nur sagen, in die Ästhetik, sondern überhaupt in die Lebenskunst eingeführt wurde. Und die Deutung von Schiller lautet, ja, ich bin dann sagen, am freiesten, kann in jedem Moment in jede Richtung gehen, wenn ich meinerseits andere jetzt auch nicht behindere, dabei ihrerseits jetzt ihre Selbstbestimmung zu folgen. Gut, das ist der Kantsche, das kategorische Imperativ ist letztlich die ästhetische Version des kantischen Imperativs. Und ich sehe keinen Grund, das für überholt zu halten oder nicht mehr für gültig zu halten. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo, sagen wir mal, die sozialen Probleme immer schwieriger werden. Ich wollte sagen, die Mieten werden teurer, wenn Sie nach München gucken, wenn Sie nach Berlin gucken, wenn Sie in die großen Metropolen gucken. Es gibt in München inzwischen Krankenhäuser, die gewisse Abteilungen schließen müssen, weil sie kein Personal mehr finden, die dort in der Stadt eine Miete bezahlen können. Das ist nur mal ein Aspekt. Es gibt Altersarmut, es gibt jede Menge soziale Probleme. Also da Schiller oder Kant oder wie auch immer, was machen wir da? Also wie gehen wir da mit Arkadien um? Ja, gut, es ist selbstverständlich, gibt es diese Probleme. Und wie ich vorher schon sagte, es gab natürlich zu allen Zeiten sehr, sehr massive Probleme. Und es klar, einige dieser Probleme liegen einem selber am Herzen und um die kümmert man sich. Und bei anderen fühlt man sich entweder nicht zuständig oder man hat einen blinden Fleck dafür oder fühlt sich überfordert, individuell mit seinen Möglichkeiten diese Probleme anzugehen. Da bin ich wiederum so ein Grundoptimist und glaube, dass da, wo Probleme wirklich drängend werden, zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich auch sagen, die Menschen finden, die in der Lage sind, da das zu artikulieren. Das ist erstmal das Wichtigste, dass überhaupt andere auch aufmerksam werden, dass da ein Problem ist. Und dann vielleicht auch Ansätze für eine Lösung zu finden. Jetzt werde ich ganz konkret. In diesem Land gewinnt die AfD-Wählerstimmen. In Österreich sitzt die FPÖ mit in der Regierung. Also sind das die Leute, die dann sozusagen, also das ist ja genau das Gegenteil aus meiner arkadischen Sicht sozusagen. Das mag das Gegenteil sein, aber gut, jetzt haben wir da natürlich oft, auch sonst ja im Leben, hat man oft mit Leuten zu tun, die einem unsympathisch sind oder die ganz andere Weltsichten vertreten als man selbst. Ja. Da muss man natürlich auch immer wieder neu einen Weg finden, wie man damit umgeht. Manchmal ist es einfacher, Leuten auszuweichen, manchmal wäre das Ausweichen zu feig und dann muss man vielleicht die Konfrontation suchen und die Auseinandersetzung suchen und vielleicht sich anstrengen, wieder neue Mehrheiten zu finden. Vielleicht haben wir es auch über die letzten Jahrzehnte ein bisschen verlernt, dass politische Auseinandersetzung primär immer erstmal heißt, Mehrheiten organisieren müssen, weil Mehrheiten oft schon selbstverständlich da waren. Also wir brauchen jetzt vielleicht auch wieder gerade Politiker, die Fähigkeit haben, da Mehrheiten zu organisieren, wo Mehrheiten sonst vielleicht brüchig werden. Und was vielleicht wirklich seit Ende des Kalten Krieges zumindest so erstmal nicht mehr notwendig war. Insofern würde ich jetzt auch mal wiederum grundoptimistisch sagen, was wir im Moment erleben, ist natürlich aus Sicht im Grunde einer Mehrheit alles andere als erfreulich. Bloß hat diese Mehrheit verlernt, sich wirklich auch als solche zu organisieren. Und das muss wieder passieren. Und wenn das passiert, dann sehe ich letztlich kein so großes Problem. Und wie kann das passieren? Ja, wie gesagt, da braucht man Leute, die dazu die Fähigkeit haben, die auch so die Bereitschaft haben, da entsprechend viel sich einzusetzen. Wer könnte das denn sein? Also ich sehe niemanden, sozusagen auf politischer Ebene habe ich jetzt nicht das Gefühl, ganz egal in welche Couleur ich gucke, dass es da jemanden gibt, der genau diese Richtung bewegt.
Oder ist es die Kunst? Ja, also das ist sicher im Moment von Land zu Land unterschiedlich. Frankreich ist es ja zumindest jetzt zeitweise vielleicht doch mal gelungen, dass da jemand eine Mehrheit bekommen hat, wo es nicht absehbar war in der Konstellation. Und das hängt vielleicht wirklich oft von sehr einzelnen Menschen ab. Ich würde es nicht sagen, dass es von der Kunst abhängt. Die Kunst ist eine viel zu exklusive, auf die gesamte Gesellschaft so viel zu elitäre Angelegenheit, als dass sie jemals eine Mehrheit erreichen könnte. Ich glaube, es ist auch nicht die Funktion der Kunst, und wir wären alle nicht glücklich, wenn die Kunst die Rolle hätte, mehrheitsfähig zu sein oder Mehrheiten zu schaffen. Eigentlich ist die besondere Rolle der Kunst ja immer eher auch Minderheit zu sein und etwas zu sein, was nochmal außerhalb steht, gegen den Strich was bürsten kann, was vielleicht gerade deshalb auch so eine Idee von Arkadien verkörpern kann. Also die Kunst ist ja eher so der Ort, wo Lobbyarbeit für die Ideale betrieben wird und nicht der Ort, wo Mehrheiten organisiert werden. Schön gesagt. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Gerne.